Hey, hau Kartoffeln, ein weiteres Animal Crossing New Horizons Video ist heute auf meinem Kanal für euch am Start. Ich denke, ihr wisst alle, warum das Video heute ein bisschen früher gekommen ist. Update 1.2.1c ist jetzt live mit der Hochzeitssaison und natürlich allen Details, die ich euch dazu heute mitteilen werde. Der Juni ist einfach vollgepackt mit neuem coolen Kram. Endlich Haie, die man angeln kann. Ich war um Mitternacht auf einer Meileninsel und ab Mitternacht kann man schon die neuen Tiere fangen und oh mein Gott, hat es einfach nur Spaß gemacht, Hai nach Hai nach Hai aus dem Wasser zu ziehen. Unglaublich cool, aber Hochzeitssaison ist heute das Wort der Stunde und da gibt es einige Sachen, die ich euch auf jeden Fall mitteilen möchte, bevor ihr das Ganze angeht. Und zwar kann man, je nachdem wie gut man abschneidet, erstmal eine unterschiedlich große Anzahl von der Währung bekommen. Ich sag mal Währung in Anführungszeichen. Man bekommt hier eine Sache, die man dann für die Belohnung eintauschen kann. Und je nachdem, wie gut man sich anstellt, beim Hochzeitsfoto von Björn und der süßen Rosina. Aber eins nach dem anderen. Erst einmal bekommen wir einen Anruf von Harvey und der schickt uns auf die Insel. Natürlich, das wissen wir ja schon aus dem Trailer, dass wir dann für Björn und Rosina ihren Hochzeitstag noch einmal hochleben lassen sollen und eben für die dann ein Hochzeitsfoto schießen sollen in Harveys Küche. Wobei, er hat sie einfach umdekoriert und jetzt ist es ein recht leerer Raum. Nur eine Hochzeitstapete und der Boden plus ein paar Teppiche sind dort drin und ihr könnt dann den Raum so gestalten, wie ihr möchtet. Natürlich gibt euch Rosina hier, wie auch schon im letzten Video gesagt, ein Thema vor. Das wird in den ersten paar Tagen immer das gleiche Thema sein und zwar niedlich. Das ist einfach der Standard-Look von den ganzen Hochzeitsmöbeln. Und das ist jetzt der Clou beim Ganzen. Ihr bekommt am Anfang eine relativ kleine Liste an Hochzeitsmöbeln, die ihr platzieren könnt im Raum. Am Anfang sind das nur die kleinen Blumensträuße für die Wände und die Hochzeitsbänke. Von denen könnt ihr so viele im Raum platzieren, wie ihr nur könnt. Und die reichen auch vollkommen, um immer das Maximum aus der Challenge rauszuholen. Ihr braucht also keine Abwechslung und ihr braucht auch keine eigenen Möbel, um immer die maximalen Liebeskristalle zu bekommen. Also keine Sorge, falls ihr nicht so viel angespart habt in eurem Lager, ist überhaupt kein Problem. Nur die Hochzeitsmöbel reichen am Anfang aus. Die Auswahl ist wie gesagt sehr eingeschränkt. Das wird aber über die Tage dann immer mehr. Jeden Tag werden zwei neue Gegenstände, glaube ich, freigeschaltet. Auf jeden Fall habt ihr in der ersten Woche dann alle 11 Stück, die ihr dann platzieren könnt im Raum. Und die könnt ihr dann wiederum, wenn euch Rosina ein anderes Thema vorschlägt, einfach so hier im Raum umgestalten. Ihr braucht dazu nicht das Möbel selbst zu besitzen, ihr braucht keine Umgestaltungskits zu haben. Hier auf Harvest Insel ist es super einfach, diese Möbel zu platzieren und danach umzugestalten in Edel oder in Garten. Das sind die zwei anderen Sets, die es quasi gibt, die zwei anderen Themen. Entweder niedlich, Garten oder Edel. Und je nachdem, was ihr euch da vorschlägt, müsst ihr eben die ganzen Möbel auch in der Farbe umgestalten. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie viele Möbel braucht ihr? Also, es wurde herausgefunden, dass es absolut ausreicht, wenn ihr nur das Blumengesteck auf den Wänden platziert und das auf allen Wänden, also auf allen vier Wänden und zwar die ganzen Wände voll damit machen. Und das ist witzigerweise auch das, was am schnellsten funktioniert. Ihr spammt hier quasi einfach nur den Wandschmuck, den Hochzeitswandschmuck rein auf jede Wand. Wenn hier kein Platz mehr ist, dreht ihr euch einmal und spammt die nächste Wand damit zu. Natürlich könnt ihr das noch ein bisschen ausschmücken. Also wenn ihr das so spammt, dann ist das nicht immer ganz ordentlich. Also da werden immer ein paar Lücken da sein, ist aber gar kein Problem. Ihr könnt auch den ganzen Raum mit Hochzeitsbänken voll spammen, gerade beim ersten Tag. Aber was euch absolut ausreicht für jeden Tag, für das Maximum der Liebeskristalle, ist schon der Hochzeitswandschmuck. Der muss allerdings in der jeweiligen Farbe logischerweise sein, niedlich, edel oder Garten. Je nachdem macht ihr den einfach einmal dahin auf die Wand, färbt ihn um und dann kopiert ihr ihn natürlich einfach, anstatt dass ihr alle an die Wand platziert und dann jeden einzelnen umfärbt. Das dauert definitiv sehr viel länger, als dass ihr die ganzen Möbel einfach nur kopiert. Die zweite Möglichkeit, die ihr habt im Verlaufe dieser Woche, ist, wenn ihr da alle Möbel freigeschaltet habt, 11 Stück, wie gesagt, gibt es unterschiedliche, könnt ihr alle 11 Stück platzieren plus irgendeins davon nochmal kopieren, sodass ihr 12 Gegenstände insgesamt im Raum habt. Auch dann werdet ihr immer das Maximum an Liebeskristallen von Rosina bekommen. Garantiert. Wenn ihr ganz, ganz sicher gehen wollt, dann spammt einfach alle Wände
und den ganzen Raum mit den Möbelstücken zu. Dann seid ihr immer auf der sicheren Seite, aber so sage ich es euch, es reicht, wenn ihr die Wände voll macht mit dem Wandschmuck oder wenn ihr alle 11 Gegenstände plus ein weiteres platziert. Also irgendeins von den 11 Gegenständen noch ein weiteres Mal, sodass ihr 12 insgesamt habt. Was das Foto danach angeht, ist es absolut egal. Das macht gar keinen Unterschied. Ihr müsst Rosina und Björn nicht im Fokus von dem Bild haben. Was ich ein bisschen schade finde, das fände ich schon ganz cool, wenn es so wie bei zum Beispiel Zelda Breath of the Wild unterschiedliche Bewertungsstufen für das Foto gibt, je nachdem, wie zentral das ist und wie toll das dekoriert wurde. Aber nein, das ist völlig egal. Also die Dekoration zählt natürlich schon mit, aber ob Björn oder Rosina überhaupt im Bild zu sehen sind, ist egal. Naja, ist ein bisschen schade, aber so ist es halt. Dann wisst ihr jetzt Bescheid. Und wenn ihr euch gut schlagt, bekommt ihr nicht nur ein Möbelstück von der Kategorie, sondern für die erste Woche maximal 11 Liebeskristalle. Von Tag 1 bis Tag 6, glaube ich, sind es maximal 11 Liebeskristalle. Und ab dann, von Tag 7 bis Tag 30, natürlich, denn das Event geht ja 30 Tage bis zum 30. Juni, bekommt ihr maximal 15 Liebeskristalle. Aber wie gesagt, in der ersten Woche sind es maximal 11 Liebeskristalle pro Tag, macht dann für diese Woche knapp 70 in diesem Zeitraum, die ihr erwirtschaften könnt. Und danach könnt ihr 15 am Tag rausholen. Für den übrigen Zeitraum macht das knapp 340, 350 Liebeskristalle. Insgesamt also etwa 420, 430 Liebeskristalle, die ihr insgesamt holen könnt, wenn ihr ohne Zeitreisen spielt. Wenn ihr mit Zeitreisen spielt, ist es natürlich sehr, sehr simpel. Ihr könnt jederzeit zurück einen Tag oder einen Tag nach vorne springen und euch zum Beispiel jetzt schon am 1. Juni alle 400 plus Liebeskristalle sichern, dann nochmal zurück zum 1. Juni springen und ab dann ganz normal ohne Zeitreisen nochmal so viel machen. Alles möglich, alles sehr, sehr einfach. Diese Liebeskristalle werden definitiv eine weitere recht seltene Währung sein. Wahrscheinlich nicht so selten wie andere Dinge, wie zum Beispiel Nook-Meilen-Tickets, aber für Leute ohne Zeitspielereien gerade am Anfang sicherlich eine wertvolle Währung, weil man damit natürlich bei Björn dann, wie ich auch schon angesprochen habe, die Möbel eintauschen kann. Und das ist das Tolle, diese Möbel muss man sich nicht öfter kaufen, kann man zwar, aber man kann sie jederzeit bei sich auf der Insel auch umgestalten, genauso wie bei Harvey hier auch. Für 2 Umgestaltungskits könnt ihr jedes von diesen Möbelstücken in die Variante Edel oder in die Variante Garten umwandeln. Super einfach. Deswegen lohnt es sich allerdings auch, mehrere von diesen Möbeln zu kaufen. Wie viele würden denn alle Möbel kosten, ist jetzt die Frage. Ihr braucht ungefähr 260 von diesen Liebeskristallen für alle 29 Items, die ihr kaufen könnt. Ihr braucht allerdings nur 180, wenn man die ganzen Möbel abzieht, die ihr einfach so von Rosina geschenkt bekommt. Und wenn man jetzt mal den Vergleich macht, 420 Liebeskristalle, die ihr ohne Zeitspielereien locker bekommen könnt, gegen 180, die ihr nur ausgeben müsst, um jedes einzelne Item einmal zu haben. Natürlich muss man sagen, von manchen Items möchtet ihr sicherlich mehr als eins haben, nicht nur für die Umgestaltung, sondern eben auch, damit ihr mehrere in einem Raum habt, zum Beispiel von den Bänken, von den Stühlen, aber glücklicherweise sind gerade die günstigen Möbelstücke, sowas wie die Outfits, braucht ihr halt wirklich nur einmal. Die Orgel, naja, vielleicht die noch ein zweites Mal, die kostet halt schon 40 Liebeskristalle, die ist schon recht teuer. Aber ansonsten kommt ihr eigentlich locker zurecht, wenn ihr 250 bis 300 von diesen Kristallen einplant. Das bedeutet allerdings auch, wenn ihr ohne Zeitreisen spielt, solltet ihr dieses Event schon so gut wie täglich machen. Und das ist hier ein großer Unterschied zu allen Events bisher. Es lohnt sich hier tatsächlich mal, jeden Tag das Event zu machen und ihr bekommt dafür eine Belohnung, die sich auch auswirkt. Und das Tolle ist, dieses Event entwickelt sich auch noch weiter mit der Zeit. Die ersten paar Tage bleibt es gleich, aber dann gibt es nochmal ein Event im Event, wo ihr eine Party organisieren müsst und Bewohner von eurer Insel einladen könnt, damit ihr als Belohnung dann ein Foto von Björn und Rosina bekommt. Ein wirklich wunderbares Erinnerungsstück, was nochmal separiert ist von der Liste von den Belohnungen, die ihr einfach so viele Liebeskristalle eintauschen könnt. Ich habe schon mal ein Video gemacht von diesen 29 Event-Möbelstücken und da war das eben noch nicht dabei. Genauso wenig wie 2 extra Rezepte, die ihr bekommt. Einmal am Tag nach dieser Party von Harvey selbst bekommt ihr einen Zaun. Der sieht so aus, der ist ziemlich cool. Den bekommt ihr als Rezept
Und dann bekommt ihr nach den 7 Tagen auch nochmal von Björn ein Rezept, und zwar für den Zauberstab. Dafür braucht ihr dann nochmal diese Blumenvase plus ein paar Sternfragmente, um euch dann eben diesen Blumenstrauß Zauberstab zu basteln. Auch wirklich ein sehr tolles Stück. Ja, wie gesagt, wenn ihr nochmal die Liste von allen 29 Eventmöbeln haben wollt, guckt sie euch gerne an. Oben rechts in der Infokarte ist das Video dazu verlinkt. Da habe ich ja wirklich schon mal alles aufgezählt. Es gibt eben, wie gesagt, nochmal 2 extra DIY-Rezepte plus das Hochzeitsfoto, was dann zu einer Gesamtanzahl von 32 einzigartigen Items führt, wobei man natürlich sagen muss, manche Böden, manche Tapeten sind einfach nur ein Farbwechsel, aber trotzdem zählen sie halt als einzigartige Items, von dem her 32 insgesamt. Man muss schon sagen, definitiv abwechslungsreicher als zum Beispiel das Oster-Event, und von der Güte, also der Wertigkeit der Möbel, würde ich es echt vergleichen mit dem Kirschblüten-Festival, also wirklich ein tolles Event. Ganz wichtig allerdings, ihr müsst bedenken, ihr könnt bei Björn immer nur 8 Hochzeitsmöbel bestellen, deswegen spart euch diese Liebeskristalle nicht bis zu den letzten 2-3 Tagen auf, ansonsten könnt ihr ohne Zeitreisen gar nicht mehr alles ausgeben. Wenn ihr ohne Zeitreise spielt, gebt diese Liebeskristalle definitiv regelmäßig aus. 8 Stück maximal könnt ihr am Tag bestellen, und das sagt euch das Spiel in keinster Weise. Das sage ich euch jetzt. Ich werde es auch nochmal als Kommentar auf jeden Fall anpinnen, weil ich es jetzt am Schluss vom Video sage und das eine relativ wichtige Information ist. Abgesehen davon könnt ihr übrigens noch saisonale Items abstauben bei Tom Nook beim Shoppingportal, und zwar die Bastelkrone, die ihr seht, den Bastelumhang und die Vatertagstasse. Aber das war's von mir, das war's zum Hochzeitsevent und zum Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und vor allem geholfen. Ich verabschiede mich wie immer mit einem Shoutout an meine Kartoffelkönige, die mich finanziell mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützen. Vor allem an Annika, The Prophet, Chrisse, Tyson of Us, The Joker, René, Flying Fussel, Matze, Markus, Robin, Marcello, Ralf, Alex, Sandy Melsny, Julian, Dario, Kevin, Big Chris, TV, Tamara, Lil Assassin, Kuruka, Diana, Tristan, DJ Rocks, Franzi und Freaky. Vielen Dank an euch. Ich verabschiede mich an der Stelle. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Cut und ciao. Boom. Ba-ba-dam, boom. Ba-ba-dam-bam. United Potatoes. United Potatoes. Potatoes, potatoes. United Potatoes.